Willkommen zu einer neuen Folge von Softwarearchitektur als Beruf. Wer bist du? Ich bin Aminata. Was steht auf deiner Visitenkarte? Ich bin Principal Consultant bei EnoQ. Das ist bei uns ein Senior Consultant, der auch Kundenverantwortung hat. Bei uns bei EnoQ gibt es keine reinen Accounter. Also wir haben niemanden bei uns, der einfach nur irgendwas verkauft, von denen er oder sie vielleicht überhaupt gar keine Ahnung hat, sondern bei uns hat jeder irgendwo in irgendeiner Form einen fachlichen Background. Also hat selber schon in Projekten oder mit Produkten gearbeitet. Und ich habe fachlich meinen Hintergrund in der digitalen Produktentwicklung. Das ist so das, was ich mache. Das ist so das, wofür ich brenne. Also wie vereinen wir Produktdenkweisen mit Organisation und Architektur? Wie bringen wir das Ganze eigentlich so zusammen? Wie interagieren Nutzer mit Produkten? Wie kommen wir von der Idee zum Produkt oder in irgendeinem Produktzyklus? Das ist ja recht komplex, allein in der Operationalisierung irgendwo im Unternehmen, dass so eine Denkweise überhaupt etabliert wird, was ja teilweise Jahre benötigt in irgendeiner Form, dass es überhaupt mal verstanden wird, warum wir in Produkten und nicht mehr in Projekten denken sollten und so weiter und so fort. Das ist so auf der fachlichen Seite mein Ding. Ich befasse mich aber auch sehr gerne mit dem Thema der Kommunikation. Ich finde es immer wieder sehr spannend, wie man miteinander kommuniziert, gerade in unserem Bereich. Also wir haben Leute aus verschiedensten Welten, das ist total interessant, also Leute aus der Informatik, Leute aus dem Visual Design, Leute, klar, die so im User Experience Bereich sind, und sehr strukturierte Menschen, die irgendwo in der Projektleitung oder so sind, und all diese Menschen müssen irgendwie miteinander reden und auch verstehen, was der andere meint oder was der andere will. Und ich finde das sehr, sehr spannend, das Thema, also wie kommunizieren wir eigentlich miteinander und was läuft da eigentlich auch häufiger oder sehr oft schief. Und das ist unter anderem auch mein Thema. Also wie können wir eigentlich kollaborativ, also wirklich kollaborativ arbeiten? Was gibt es da für Methoden, für Möglichkeiten, für Dinge, die wir tun können, damit wir einfach besser miteinander arbeiten, damit wir besser miteinander kommunizieren können, damit wir gemeinsam auch zum Ziel kommen, wo wir irgendwie hinwollen? Das sind so die zwei Themenblöcke bei mir, also digitale Produktentwicklung als auch das Thema Kommunikation und Zusammenarbeit, was ich irgendwie versuche mitzutragen und mitzutragen, halte auch gerne Vorträge dazu, versuche natürlich bei Kunden dieses Thema auch irgendwie mit zu operationalisieren, so gut es halt geht, obwohl ich meistens nicht Teil des Teams bin, des Kundenteams, liegt aber auch daran, wie gesagt, wenn man dann doch im Accounting ist, hat man halt mehrere Kunden, mit denen man zusammenarbeitet, und bei dem einen geht man mal tiefer rein, bei dem anderen nicht so. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie A ist die Zeit und die Situation halt einfach auch zulässt. Das ist so das, was ich mache. Mache ich sehr gerne, mache ich mit vollem Herzblut und ja, mache ich hoffentlich noch ein bisschen länger als ein Jahr. Wie bist du da hingekommen? Gute Frage. Ist eine recht eine recht ausführliche Antwort, weil der Grundstein wurde von meinem Vater, wie sagt man das, gegossen, geschlagen, gelegt. Ich glaube, gelegt sagt man. Der mir eigentlich schon in den Kinderschuhen den Computer mitgegeben hat. Er hat immer gesagt, das ist die Zukunft, Ami. Du musst irgendwas mit Computern machen, weil damit musst du später Geld verdienen. Das bringt dich weiter. Das ist genau das, was du tun solltest. Und das ist eigentlich ganz spannend zu sehen, weil er hat mich eigentlich so irgendwie dahin getrieben, aber irgendwie habe ich es auch direkt so angenommen und akzeptiert und gesagt, irgendwie finde ich das total spannend. Ich finde es mega spannend, was da passiert. Aber in Kinderschuhen überhaupt gar nicht so bewusst. Also ich bin immer gerne an den Rechner gegangen, habe irgendwelche Dinge gedruckt oder ausprobiert und getippt und war total beeindruckt einfach von dem Computer an und für sich, ne, so Spiele gespielt und so, und hatte auch immer eine Konsole und war irgendwie immer von dem ganzen Technikzeug sehr begeistert, war aber nie so der Bastler bzw. die Bastlerin. Als dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, so das Internet auf mich zurollte, mein Vater hat mir dann zu Weihnachten ein Modem geschenkt, war das ganz witzig, weil ich habe dann so das Internet entdeckt und ich war so beeindruckt, ich werde das nie vergessen. Mein Vater hat dann gesagt, willkommen im Internet, ne? Und da ging natürlich noch gar nichts an Weihnachten, weil es gab keinen Vertrag. Mein Vater hat mir einfach ein Modem gekauft und ich konnte nichts damit machen, war total traurig eigentlich. Und naja, als dann alles irgendwie angeschlossen wurde, das war ja dann Wochen später, das hat ja ewig lang damals gedauert, bis es funktioniert hat, war ich dann im Internet und war direkt so beeindruckt, das hat mich so beeindruckt, ich so, wow, was kann man denn hier, krass, Websites, was ist das eigentlich hier, ne? Was passiert hier eigentlich gerade? Und
Ja, das hat mich, wie gesagt, so beeindruckt, dass ich direkt angefangen habe, mich damit zu befassen, wie kann man denn sowas selber machen, ne? Also wie kann man eigentlich selber so Websites bauen, ne? Also wie kann man selber Informationen mit der ganzen Welt teilen, ne? Auch allein Kommunikation mit der ganzen Welt, das fand ich so spannend. Und das war so ein bisschen der Grundstein oder der wichtigste Eckpfeiler von allen, dass ich überhaupt dieses Interesse entwickelt habe, mich damit zu befassen und mich sehr euphorisch auch damit zu befassen und wirklich, ja, lang auch damit zu befassen. Ja, das hat mich dann irgendwann von der klassischen Schulbildung zu einer Ausbildung zur Medien- und Kommunikationsdesignerin getrieben, weil ich immer sehr stark dieses Visuelle gut fand, war aber mathematisch auch immer recht gut. Das hat sich irgendwie miteinander vermischt. Also ich habe diese Ausbildung gemacht, die recht viel mit audiovisueller Gestaltung auch zu tun hatte, also 3D, Visual Designing, audiovisuelles Gestalten, Fotografie, Videos machen, Filmografie, sagt man das Filmografie, weiß ich gar nicht, Filme drehen, ne? Also audiovisuelle Gestaltung, und bin dann, weil das eine schulische Ausbildung war, im Rahmen eines Praktikums bei einem Unternehmen gelandet, wo dann der Chef meinte, ja, eigentlich müsstest du Informatik studieren, weil du bist so gut, du kannst das so gut greifen und fassen und programmieren, eigentlich wäre Informatik total gut. Und wie man das dann halt irgendwie im jungen Alter macht, denkt man, oh, ja, eigentlich eine gute Idee. Ne? Dann hat das auch noch mein Lehrer gesagt. Und dann habe ich tatsächlich ein paar Semester Informatik studiert. Das war dann aber nicht ganz so meins. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe da totalen Respekt vor. Ich finde das auch super, was man da lernt. Aber das war mir alles zu theoretisch. Ich habe immer gedacht, nee, irgendwie bin ich so die Person, die so gerne anfasst. Also ich wollte immer direkt umsetzen, machen, ausprobieren, rumexperimentieren. Das war immer so mein Ding. Und dann dachte ich so, boah, das muss ich jetzt hier jahrelang in der Theorie machen, was ich da draußen irgendwie in der Praxis machen kann. Und habe dann ein Jobangebot von dem Unternehmen bekommen, wo ich mein Praktikum da vorgemacht hatte. Ich habe irgendwie mit dem Chef geredet, dass ich mich da nicht so wohl fühle mit dem Studium, und der hat mir halt ein Jobangebot gemacht, und da bin ich aus dem Studium halt raus und habe dann einfach gemacht, war eine kleine Agentur damals, war so mein erster richtiger Job. Nichts verdient, aber trotzdem sehr viel gelernt, sehr viele coole Sachen gemacht, und ja, ich bereue nichts, wenn ich ehrlich sein darf, weil das so ein wichtiger Eckpfeiler für mich auch war, dieses Studium einfach zu skippen und zu sagen, ich mache keine Rocket Science, sondern ich mache jetzt einfach mal, worauf ich Bock habe. Und es hat sich dann über die Jahre entwickelt. Also ich habe mit 17 irgendwie angefangen oder mit 16 meine erste HTML-Seite zu machen. Jetzt bin ich 37, also seit über 20 Jahren wurschtel ich da irgendwie rum und habe das dann natürlich irgendwann professionalisiert und immer weitergetrieben und weiterentwickelt. Bin dann bei meinem alten Arbeitgeber irgendwann von der Entwicklerin zur Teamleiterin geworden, aber sehr fachlich getriebene Teamleiterin, also nicht nur verwaltend, sondern fachlich wirklich Themen vorantreiben. Bin dann sehr stark in den Frontend-Bereich gegangen, also habe sehr viel das ganze Thema Frontend und User Experience, also wie kommt es eigentlich zusammen und warum ist es wichtig als Frontend-Entwickler einfach das Thema User Experience zumindest mal zu verstehen und zu verstehen, dass man die Brücke auch zum Nutzer ist, ne? Also so das ganze Thema Interaktionen entwickeln mit JavaScript, mit allem Zeug, was uns zur Verfügung steht. Und also technisch entkoppelt, ne? Also was will der Nutzer, wie interagiert der Nutzer eigentlich gerade mit unserem Produkt? Und ja, und dann kam es vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ich wollte dann irgendwann keine Teamleiterin mehr sein, sondern wollte technisch wirklich nochmal viel, viel tiefer gehen und viel mehr verstehen. War alles für mich immer, ich will immer so viel verstehen, wie möglich ist. Und wenn das irgendwie eine Grenze hat, dann bin ich irgendwann gelangweilt. Und dann bin ich durch mehrere Zufälle, durch Verbindungen zu InnoQ gekommen und dachte, wow, da kann ich so viel lernen, da kann ich, glaube ich, mal sehr, sehr lange bleiben. Und ja, innerhalb der InnoQ habe ich mich dann auch nochmal entwickelt. Ich habe als Consultant oder als Senior Consultant gestartet und bin als Senior Consultant gestartet und bin dann Principal geworden, weil ich letztendlich auch durch meine Erfahrung das einfach auch mitbringe, halt auch in die Kundenverantwortung zu gehen, schon sehr viel gesehen habe und sehr viel gemacht habe. Und ja, ihr habt es anfangs gesagt, es gibt da recht ausführlich was zu erzählen, wie ich da hingekommen bin, wie ich hingekommen bin. Und wie gesagt, ich rede auch da sehr gerne drüber, weil der Grundstein halt wirklich in meiner Jugend passiert ist. Und ich glaube, das ist nochmal eine wichtige Message so von mir. Also
anstatt irgendwie mir einer Barbie irgendwie in die Hand zu drücken und zu sagen, du bist ein Mädchen, du musst mit Barbies spielen, hat Vater gesagt, nee, mach mal hier mit Computern, du musst, das ist die Zukunft, das ist viel cooler, spiel nicht mit Barbies, spiel mit Computern. Und ich will gar nicht Barbies oder so verteufeln, das ist jetzt so dieses Beispiel. Tut es gut, eine Frau nicht direkt in eine Rolle reinzudrücken, die sie vielleicht gar nicht haben muss, ne? Oder irgendwas aufzuzwingen, was sie vielleicht nicht haben will, ne? Also wenn sie mit Autos spielen will, ist doch egal, mach doch mit Autos, ne? So. Finde deinen Weg, du wirst ihn eh mit Herz irgendwie verfolgen. So bin ich da hingekommen, das sind so die Eckpfeiler, das ist so meine kleine Geschichte. Was hat dich zuerst in den IT-Bereich hineingezogen? Ich habe es eben schon sehr ausführlich erzählt. Das ist so für mich so ein bisschen die gleiche Frage oder eine ähnliche Frage. Wie gesagt, diese Euphorie für den Wandel, für diese Technologie, für diese Möglichkeiten, die wir haben. Und ich finde das immer wieder spannend, wenn ich über Technologie rede, dann finde ich die Technologie in sich sehr spannend. Ich finde es aber mehr spannend, darüber nachzudenken, was man eigentlich damit machen kann. Und das ganze Thema IT oder was wir technisch, die Technologie nehme ich jetzt einfach mal, ne? Die Technologie, da bewegt sich die ganze Zeit was. Das ist ja, das geht ja jetzt noch steiler als früher. Und ich finde das immer wieder so spannend, dass wir irgendwie nie das Gleiche tun, obwohl wir das Gleiche tun. Also wir befassen uns immer wieder mit neuen Konzepten, mit neuen Ideen, die irgendwie aus Erkenntnissen von Konzepten davor irgendwie entstanden sind, ne? Dass wir sagen, naja, irgendwie so kann man es nicht mehr machen, jetzt müssen wir irgendwie umdenken, sei es Methodik oder was auch immer, ne? Also merken wir ja sehr stark von diesem Wasserfallartigen in dieses, wir müssen jetzt alle agil machen oder was auch immer, ne? Also sehr methodisch, wie gehen wir eigentlich vor? Grundsätzlich als auch technologisch, ne? Also von diesen trivialen Websites hin zu sehr komplexen Applikationen, sehr dahin irgendwie zur Richtung Smart Home und also was alles möglich ist, wo Menschen einfach mit Produkten interagieren können. Und das finde ich, also das war ja mir damals überhaupt gar nicht klar, was so alles kommen wird. Aber ich kann mich noch daran erinnern, ich habe damals meinen besten Freund, dabei, ich weiß auch gar nicht, wie alt ich war. Ich weiß nicht, er saß am PC, ich weiß ja, 15, 16 oder so. Er saß am PC und spielte da so rum und dann habe ich gesagt, weißt du, irgendwann wirst du nur noch den Monitor haben und dann kannst du da auf dem Monitor irgendwie deine ganzen Sachen bedienen. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, wie soll das denn gehen, das geht ja gar nicht. Sag ich so, mach einfach mal deine Imagination auf, wie in solchen Filmen, ne? Was man alles so machen könnte. Und ich glaube, dass wir irgendwann nur einen Monitor in der Hand haben werden und da können wir irgendwie Sachen bedienen. Und irgendwann kam ja das Tablet und so weiter und dann habe ich ihm gesagt, siehst du, das habe ich irgendwie gemeint, ne? Das wird irgendwann kommen. Und der Witz ist, das hat mich dann nochmal so ein bisschen bestärkt in allem, was ich jemals getan habe, dass diese Mischung aus wir leben im Jetzt, aber denken auch an, was kann denn kommen. Das Spannendste ist, was wir tun können, dieser Imagination alleine, was so kommen kann, was so kommen sollte oder einfach mal darüber zu diskutieren, was ist so der nächste heiße Scheiß jetzt eigentlich, der sinnvoll ist oder wo müssen wir uns hinentwickeln, wo müssen sich eigentlich auch die Kunden hinentwickeln beim Thema Digitalisierung, was ja wirklich echt verbraucht ist als Wort, ne? Aber was bedeutet das eigentlich für den Kunden, was könnte uns denn erwarten so in 5 bis 10 Jahren? Allein das alles fand ich immer sehr, sehr spannend, dieses darüber nachdenken, was denn kommen kann. Und ich habe die Frage vorher sehr ausführlich beantwortet und die jetzt auch nochmal. Es tut mir leid, aber ich will da einfach Feuer und Flamme für das Thema. Welche Rolle spielt Softwarearchitektur in deinem beruflichen Leben? Eine sehr große Rolle. A, arbeite ich bei InnoQ. Das ist per se einfach ein wichtiges Thema bei uns, weil wir das ja auch immer wieder versuchen voranzutreiben, bei Kunden auch mitzubegleiten. Aber auch bei meinem fachlichen Thema digitale Produktentwicklung. Ich habe es eingangs gesagt, es ist aber wahrscheinlich in meinen Worten ein bisschen untergegangen. Ich versuche auch darüber nachzudenken oder mit meinen Kollegen einfach zu diskutieren und zu schauen, wie kann man eigentlich dieses Thema mit Architektur und Organisation irgendwie Verein. Also wir können nicht über Produkte auf der einen Seite reden und erwarten, dass das andere sich automatisch irgendwie ergibt. Ne? Also zum Beispiel muss die Architektur ja in irgendeiner Form uns befähigen, digitale Produkte zu bauen, also regelmäßig zu iterieren. Ich sage nicht agil sein, also zu iterieren, irgendwo regelmäßig zu deployen, Dinge herauszufinden, zu testen, abzutesten. Das muss ja in irgendeiner Form, muss das ja schon angedacht sein in dem Ganzen, was umgesetzt wird, ne? Und darum finde ich diesen Austausch zwischen allen Gewerken und Bereichen in einem Unternehmen, sei es
PO oder also Produktmensch, UXler, Softwarearchitekt, als auch irgendjemand, der organisatorisch einfach Verantwortung hat, dass dieser Austausch viel intensiver stattfinden muss, weil dieser Aspekt allein Softwarearchitektur auf die Fachlichkeit der Produktentwicklung so relevant ist, dass wir das eine nicht neben das andere einfach stellen können und sagen können, das wird schon irgendwie funktionieren. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? Das war tatsächlich kein Moment, sondern das waren Momente bei einem Projekt, bei einem vorigen Arbeitgeber. Das war eine Katastrophe. Also es war wirklich ein Projekt, das uns völlig überfordert hat. Also wirklich das ganze Team. Und es war wirklich so, ich habe mich von Freunden, von Familie komplett verabschiedet. Ich war die ganze Zeit irgendwie nur am Arbeiten, nur am Überstunden machen, nur am Ackern. Das war ein total utopischer Plan. Es war zu viel, es war einfach alles, es stimmte nichts. Es stimmte einfach gar nichts. Und es endete damit, dass das Ding gescheitert ist, dass es nicht funktioniert hat, dass Leute in Burnout gegangen sind, ich zum Glück nicht, dass Freundschaften kaputt gegangen sind, weil wir uns wirklich gestritten haben innerhalb des Teams. Also es war so eine massive Überlastung, die wir, ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder so mitgemacht haben, und danach ist alles implodiert, sodass dieser schlimme berufliche Moment mich eigentlich dazu oder zu der Erkenntnis gebracht hat, ich weiß jetzt, was ich nicht will, und ich weiß jetzt absolut, was ich nie wieder mitmachen werde und wo meine Grenze ist und wo sofort alle Alarmglocken angehen. Wenn ich es am Anfang so höre, kann ich direkt sagen, wird so nicht funktionieren, wird scheitern. Könnt ihr mit mir machen oder ohne mich? Ohne mich gerne, aber ich mache gern mit, aber nicht so. Ja, also es war wirklich sehr, sehr schlimm, und ich bin aber sehr froh, dass ich sowas sehr früh erlebt habe, weil es mir dabei geholfen hat, bessere Entscheidungen im Leben zu treffen. Was ist die wichtigste nicht-technische Fertigkeit, die dir in deinem Beruf geholfen hat? Bei mir, ihr werdet es gemerkt haben, ich rede ein bisschen viel. Und bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen meine Rhetorik. Also ich kann sehr viel reden, ich will aber nichts sehr labern, aber ich rede sehr gerne und ich kommuniziere sehr gerne, und das gehört ja auch mit zu meinen Themen. Ich rede sehr gerne mit Menschen, ich bin sehr offen, ich versuche immer auf Menschen zuzugehen, zu kommunizieren, Leute zusammenzubringen. Also sehr, sehr kommunikativ und offen zu agieren, als auch empathisch zu sein. Also ich glaube, ich bin ein sehr empathischer Mensch und versuche diese Strömungen immer so ein bisschen mitzubekommen, wenn es einem zum Beispiel nicht gut geht oder. Das hilft mir ja auch im Principle-Dasein. Also wenn ich merke, oh, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann muss man reden. Ist jetzt mit Corona alles ein bisschen schwierig geworden, wenn die Menschen einfach nicht mehr so in der Nähe sind oder man sie nicht regelmäßig sieht? Also beim Thema Empathie. Aber man merkt das ja schon nur in Gesprächen, im Video oder, dass es einem vielleicht dann doch nicht so gut geht. Ne? Also ich denke so Kommunikation, Empathie und so insgesamt meine Social Skills, nämlich sehr offen mit Menschen umgehen und auf Menschen zugehen. Das sind, glaube ich, so die nicht-technischen Fähigkeiten, die mich so am weitesten auch mitgetragen haben über meine Zeit. Weil ich glaube, wenn ich nicht so gut reden könnte, wäre mein ganzer Charakter, der mich dorthin gebracht hat, wo ich bin, das hätte gar nicht funktioniert in irgendeiner Form, weil ich einfach so bin. Ne? Merkt er ja selber, wie viel ich hier gerade rede. Ne? Auf welche beruflichen Ziele konzentrierst du dich derzeit? Ich habe gerade tatsächlich keine. Also ich habe immer regelmäßig so Momente, da sage ich, ja, da muss hin. Was ich eben schon erzählt habe, ich wollte dann irgendwann ein bisschen technologischer und tiefer und mehr verstehen. Da war klar, dass ich den Arbeitgeber wechseln muss, was auch eine sachliche Entscheidung sein kann. Und ich lerne gerade sehr, sehr viel. Und irgendwann wird sich ein neues Ziel resultieren. Aber im Moment habe ich tatsächlich keins und ich finde das gar nicht schlimm. Irgendwann brauche ich wieder eins, das ist mir schon ganz klar. Aber aktuell bin ich gerade ganz zufrieden, dass ich zufrieden mit dem bin, was ich tue und es auch erstmal so machen will, bis dann irgendwann der Drang kommt, der Veränderung. Aber im Moment ist es noch nicht so weit, darum gebe ich dem auch nochmal so ein bisschen Zeit. Was ist die Einschränkung an deinem Beruf? Die ganze Rumsitzerei. Also das ist wirklich so eine der Dinge, die mich am meisten stören, dass man einfach so viel sitzt. Also jetzt dank Corona halt nochmal maximal. Also wo man dann nicht mal auf Events geht oder Vorträge hält oder auch zum Kunden fährt und einfach aktiver so den Tag gestalten kann oder muss, sitzt man halt sehr, sehr viel. Jetzt auch
es läuft auch immer noch sehr, sehr schleppend und das ganze Rumgehocke führt ja irgendwann auch zu gesundheitlichen Problemen und so weiter und so fort, wenn man nichts dagegen tut. Also ich mache jetzt wieder Sport, bin ich jetzt auch sehr froh drüber, dass ich mich da wieder aufgerafft bekommen habe. Aber für mich ist die größte Einschränkung im Beruf tatsächlich dieses Rumgehocke, auch wenn ich, wenn die Frage vielleicht auch anders gemeint ist, aber das ist für mich eine absolute Einschränkung im Beruf, dass man nicht einfach viel mehr rausgeht und viel mehr kommuniziert und redet und mit Menschen einfach so, mit vielen Menschen so zusammen ist, wie es zum Beispiel in der Gastro oder so ist, dass man immer so ein Bums an Leuten um sich rum hat. Drei Ratschläge an dein 18-jähriges Ich. Jetzt könnte man clevere Sachen sagen, ne? Wie man dann irgendwie jetzt so cooler dastehen würde. Ich glaube, ich würde meinem 18-jährigen Ich gar nichts raten, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ich möchte tatsächlich gerade an meinem Leben überhaupt nichts verändern. Also ich würde ganz gerne ein paar Kilo noch abnehmen, das wäre jetzt ganz geil nach Covid, aber das hilft meinem 18-jährigen Ich vielleicht überhaupt gar nicht weiter. Nee, ich will, ja, es gibt keine Tipps an mein 18-jähriges Ich, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Das würde meinen kompletten Weg verändern und es gibt nichts, was ich verändern will. Ich will mein Privatleben, meine Familie, alles, was ich jetzt habe, behalten. Das soll alles so sein, wie es jetzt ist. Ich will meinen Job so haben, ich will meine Kollegen haben, ich will vor allem meine Freunde alle haben. Es gibt keine Tipps. Man kann immer alles optimieren und besser machen und meinem 18-jährigen Ich sagen, kauf Netflix, Aktien oder keine Ahnung. Es gibt tausend Dinge, die mir jetzt einfallen würden. Die würden mich aber ganz woanders hinbringen als zu dem Punkt, wo ich jetzt bin. Darum muss mein 18-jähriges und folge ich da durch die harten Zeiten durch, denn durch die bin ich gegangen. Und es war nicht einfach, es war kein Zuckerschlecken, es war wirklich, wirklich hart. Ist jetzt auch egal, was alles passiert ist. Es war hart, aber es hat mich hierhin gebracht und ich habe gelernt, was es heißt, hart zu arbeiten, hart für das zu arbeiten, was man erreichen muss, um leben zu können. Und da muss die 18-jährige Ami einfach durch, nochmal. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben? Macht das, worauf ihr Bock habt. Also es geht jetzt nicht darum, um ständig Party zu feiern oder, sondern versucht eurem Herzen zu folgen. Ja? Ich glaube, wir verfallen sehr oft irgendwo in so einen Modus, wo wir irgendwie nur noch funktionieren oder nur noch Dinge tun, die von uns verlangt werden oder. Und ich glaube, es hilft jedem, wenn man mal ein bisschen durchatmet und reflektiert, ob das, was man da tut, wirklich das ist, was man tun möchte. Ja, folgt man gerade eigentlich seinem Herzen? Folgt man dem, was man tun sollte? Ist man irgendwo in einer Situation gefangen, die vielleicht nicht gut ist, in der man zum Beispiel den Mund nicht aufmachen darf oder, ne? Also verfällt man gerade in so einen Code-Äffchen-Modus, ohne irgendwie nachzudenken oder? Es gibt so viele Möglichkeiten, was passieren kann und was ich euch mitgeben möchte, ist, was ich so über mich erzählt habe. Ihr werdet euren Weg finden. Ihr müsst nur eurem Bauch und eurem Herzen in irgendeiner Form folgen und das ist jetzt hier kein idealistisches Rumgelaber, sondern ich glaube, man selber weiß immer am besten, was einem gut tut. Das kann kein anderer für uns sagen. Das können wir nicht. Das können wir aber nur herausfinden, indem wir uns auf uns besinnen. Ja, auf uns besinnen und auf unseren Bauch hören. Wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann ist das wahrscheinlich auch nicht gut für uns. Und ich finde es immer wichtig, dass wir mit einem guten Beispiel vorangehen, ja, andere Leute motivieren, auch gute Dinge zu tun oder wir uns selber verändern, damit sich unser Umfeld verändert. Ne? Also wir versuchen nicht irgendwie Leute von unseren Ideen zu überzeugen. Nein, wir müssen selber davon überzeugt sein und dieses Überzeugte auch erzählen können. Dann verändern sich vielleicht auch Dinge. Ne? Also um selber Veränderungen herbeizuführen, sich selber verändern, ist, glaube ich, so der Schlüsselpunkt des Ganzen. Ne? Und das führt dazu, dass man mit einem sehr, sehr schönen und guten Beispiel auch vorangehen kann, um andere Menschen einfach auch zu motivieren, die Dinge besser zu machen. Ja? Also seid mit Herzen dabei, macht das, worauf ihr Bock habt. Wie gesagt, kein Freifahrtschein, saufen und Party machen, das ist damit nicht gemeint. Habt Spaß an der Sache, habt Spaß am Leben und das ist so das, was wichtig ist. Wir haben dieses eine Leben, das ist so kostbar. Genießt die Zeit, habt Spaß, macht einen geilen Job, macht geile Sachen und ja, einfach lebt ein cooles Leben. Was machst du in deiner Freizeit außerhalb der IT? Ich liebe Kochen. Ich liebe Kochen in allen Facetten. Also viele Dinge selber machen. Also angefangen bei irgendwelchen
Pasten, Nudeln, was weiß ich was. Also ganz viele Dinge selber machen, ganz viel kochen, vor allem irgendwie so in den asiatischen Bereich. Jetzt fangen wir auch noch an, selber Sojasoße und sowas zu machen. Also das ist so, das interessiert mich total, ich finde es mega, mega spannend. Gekoppelt eigentlich mit dem Thema Sport. Ich habe recht lange so Powerlifting, funktionales Training und sowas gemacht. Das ist jetzt alles ein bisschen zu kurz gekommen durch die Rockerei und alles. Aber das ist so das, was mich, am meisten interessiert. Also wirklich Sport und Ernährung, Kochen, aber wirklich auch sehr gesund und gut kochen. Als auch im Garten. Wir haben kurz vor Covid haben wir tatsächlich einen Schrebergarten ergattern können hier in Köln. Und die Gartenarbeit ist, das ist so toll. Das macht so viel Spaß. Also jeder, der irgendwie eine Option hat, einen Garten zu bekommen, das ist natürlich ein Privileg. Sollte zuschnappen, zugreifen, macht es. Das ist so eine Arbeit, die voll erdet. Die nimmt so viel Zeit in Anspruch, aber die erdet total, also im wahrsten Sinne des Wortes. Kann mich so down, also nach einer anstrengenden Woche oder anstrengenden Tag einfach da ins Grüne fahren, einfach ein bisschen buddeln oder schleppen oder einfach nur chillen und grillen. Also das macht so viel Spaß, das ist ganz, ganz toll. Das sind so gerade die elementaren Sachen. Ich mache noch tausend andere Dinge total gerne. Ich liebe Playstation spielen, also Konsolen spielen ist immer noch in meinem Herz, ist in meinem Blut drin. Ich liebe es, Konsolen spielen, aber das geht halt auch nur begrenzt. Ich liebe Nähen, da komme ich gar nicht mehr zu, weil einfach so viele andere Dinge stattfinden. Ich liebe Ausgehen, ich mache total viel. Ich mache so viel, dass das manchmal ein Freizeitstress irgendwie ausartet. Ich beschränke das jetzt mal auf diese Aktivitäten, aber ich mache auch ganz viele andere Sachen ganz gerne. Puzzeln, Rätsel lösen, aber ich muss da immer ein bisschen gucken, wofür ich jetzt welche Zeit irgendwie investieren kann. Ja, aber das sind so meine Sachen.